Ja, da hat man wirklich einen guten Blick da auf diese Brücke. Moin! Wenigstens bist du mal halbwegs anständig angezogen. You're the archivist my father told me about. Ja. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Es war aber eine schlaue Entscheidung. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Aber das klang so, als hättet ihr das schon gemacht. Kann ich hier runter? Hallo, das Eis. Und jetzt greift Charles an, während wir hier unten sind. Jetzt kommt schon mal komische Musik. Wo genau soll ich das festmachen? Hä? An den 8 Brückenpfeilern. Ich sehe ja, nur 4 da. Hä? Warte mal, da hat sie noch so einen zweiten Steg. Ja, wir müssen nach oben. Also Charles, ich würde es voll super finden, wenn du jetzt nicht auftauchst. Ah ja, Tatsache. Oh. Komm ich mit. 2. Ach, die auf der Seite bist du auch noch. Okay. Schade um die Brücke. War nicht mal so unschön. Wäre auch was für Raybots Online. Vielleicht ein bisschen schöner. Oh, hallo Schrott. Und an dir bin ich auch vorbeigelaufen. So, aber fertig. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Here, take this. It's the key to the temple. Und was mache ich im Tempel? You think you're prepared enough? You can break in and fight the battle of a lifetime. Ah, okay, alles klar. Geronimo! Und tschüss. Also hier irgendwie da drüber. Karte. Da müssen wir davon hin, wenn wir alle Eier haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu der nächsten Waffenmission. Vermutlich eh gerade hier. Ah, vielleicht erstmal für den Schrott schauen. Ja, zumindest ein Stück. Oh, der hat es ganz schön mit der Verteidigung. Bist du das, was ich denke, dass du es bist? Der sieht nämlich aus wie ein Flammenwerfer. Moin. So, the fabled hunter has finally arrived. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Bob was such a brave man, much braver than you, I bet. If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Just do me one favor, will you?
Und der wäre? If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Ja, das können wir machen. Oh, wir können bei dir nicht vorbeischauen. Okay. Ja, und wo ist dieses Waffenteil? Ach, das ist da hinten. Ja, ist gar nicht so weit weg. Dann können wir erstmal bei ihm hier vorbeischauen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit dem ganzen Grün. Schönste Frau aus Berlin. Jawohl. Hat zwar keinen Marker, aber da schaue ich trotzdem vorbei. Oh. Sogar offen. Gott ist äußerst wütend. Denke ich jedenfalls. Ist Charles der Teufel? Mit 96er Sicherheit. Immer hinterlistige Spinne gegen Schlange. Spinne haben mehr Beine für gewöhnlich. Gott gewinnt immer. Hoffentlich. Opfergaben. Nach freiwilligen Fragen. Nicht viel weinen, nur ein bisschen. Schussgebet aufräumen. Ja. Farbe! Nice. Die heutige Predigt war eine wahre Inspiration in diesen schwierigen Zeiten. Sehr gut durchdacht und in jeder Hinsicht ausführlich. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dein Vertrauen und deine unentwickelte Weisheit bewundern, während wir unsere verlorenen Brüder und Schwestern trauern. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht in komplett schwarz. Oh, das hat so einen Rosteffekt mit dazu. Hat aber was. Nee. Nee. Und ich jetzt grün irgendwie geiler. So, mal gucken. Nächste Weiche links. Ja. Da waren schon mal die Schilder für die Weiche. Es geht halt nie in die Richtung, in die ich eigentlich hin will. So, ab geht's. Ach nö. Komm her, du Arsch. Fuck, 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 fuck. Jetzt sind auch noch Gegner hier. Schieß, 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 schieß! Nein, fuck! Okay, er geht weg. Holy! Da macht er Schaden. Ja, gut. Upgrade geht nicht. Wir können aber Schaden machen. Wir sind jetzt da genau durchgefahren, wo wir eigentlich hin müssten. Also fahren wir rückwärts. Kiste. Hey, bleib stehen. Ich will mitfahren. Ja, das sind Gegner. Alter, kann ich auch mal treffen? Ja, das gibt's doch nicht.
Okay, verzieht das Teil so arg, oder was ist da? Hallo? War das jetzt alle? Ich hab schon. Okay, alles einsammeln, was hier so ist. Vor allem den Schrott. Okay, was ist das eigentlich hier? Ah, noch mehr Schrott. Was ist das? Sieht aus wie so eine komische Charles-Maske. Oh, da sind noch mehr. Ihr habt ja mal echt einen an der Klatsche. Alles klar. Da kommen wir nicht rein. Oh, da ist Schrott da drin. Warum komme ich da nicht rein? Anderer Eingang war da ja nicht, oder? Nee. So. Wo ist dieses Waffenteil? Aber wir müssen mal in diesen Turm da. Ich will diese Waffe haben. So unfair. Oh, wieder was zum Lesen. Wir graben schon seit über einem Monat und langsam frage ich mich, was wir hier eigentlich tun. Über und unter der Erde haben wir alte Steinruinen entdeckt. In einer der anderen Minen wurde eine Art Tempel in einer großen Höhle freigelegt. Suchen wir wirklich nach Goldadern? Ja, vermutlich nicht. Hallo. Ah, Schlüssel. Vermutlich für da unten. Wo wir vorher nicht reingekommen sind. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ciao. Aua. Ah, geht doch. Ah, das sind dann die Waffenteile. Holy shit, was wird das? Okay, gleich mal ausprobieren. Das Teil. Schaden 3, Reichweite maximal, verlangsamen nur 2. Okay. Wow, nice. So ein kleines Flugschütz. Okay. Nächste Mission. Hä? Waren wir nicht da hinten? Das war, mach ihn fertig. Okay. Wir fahren wieder nach hinten. Ich hoffe, das ist kein Problem, wenn wir hier rückwärts fahren und Charles kommt. Gameplay her ist es bis jetzt eigentlich relativ entspannt. Da haben mich andere Spiele ein bisschen mehr gestresst. Aber es ist trotzdem eine coole Kombi. Horror und Zugfahren. So, sind wir jetzt langsam da? Ja, jetzt.
Stehen bleiben. Erstmal umsehen hier. Moin. Also nicht wundern, ich schaue erstmal kurz andere Sachen an. Beim Treffen gestern Abend erzählte uns Greg eine verrückte Verschwörung über Valens Versuch, mit Spinnenzügen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Alles klar. Als Teammitglied, das im Tempel gearbeitet hatte, bin ich aus alles andere als überzeugt. Während das Prisma einen Haufen Eier die Lebensenergie entzog, griff Charles uns zum ersten Mal an. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt aus der Höhle, sondern wurde während des Kampfes fast doppelt so groß. Es schien, als würde er die Energie konsumieren. Seine Beine wurden größer und stärker, während sich sein Gesicht direkt vor unseren Augen verzerrte. Diese Überlebenden konnten sich nicht einmal vorstellen, was wir gesehen haben. Danach versteckte Varen die Eier und befahl uns, sie zu beschützen, bevor er mit der Evakuierung begann. Von diesem Zeitpunkt an wurde alles nur noch schlimmer. Ich weiß, dass Varen jede Menge Skelette in seinem Schrank hat, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass er sich dieses Mal tatsächlich um uns sorgen könnte. Es klingt aber so, dass es eine total doofe Idee ist, wenn man diese Eier zusammentun, oder? Also, dass wir das vielleicht irgendwie anders machen sollten. Just saying. Du schaust nicht gesund aus. Bist du angegriffen worden? The Archivist, in all your radiant glory, Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. Well, was denn? There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will bring Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Ja, das, ich hab's mir schon gedacht, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine Sache, dass Charles da Energie aus diesem Strahl holen kann. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Habt ihr euch schon überlegt, ob ihr da vielleicht nicht einen nuklearen Schlag auf diese Insel machen wollt? Wäre auch eine Option. Ach, da unten. Ah, da war die Kirche. Okay, da oben wäre dann das letzte Ei. Haben wir noch eine Waffenmission? Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten vielleicht noch diese Waffenmission machen, bevor wir hier in den Endkampf gehen. Dann fahren wir das ganze Stück hier noch nach unten. Also eine kleine Inselrundfahrt. Ah, da müssen wir die Weiche da oben wieder umlegen. Die ist ja noch falsch. So, stopp. Dankeschön. Fahren wir da nicht wieder durch das Gebiet, wo wir gestartet sind? Also hier? Okay, wir müssen keine Weiche umlegen. Die passt ja noch. Ja, okay. Ist das die Schadensanzeige? Ich muss mir das mal ansehen, wenn der Zug hier Schaden genommen hat. Wie schauen wir aus mit den Materialien? 17.
Ah, ich weiß nicht, Tempo einzuhöhen. Naja, gut. Auch wenn das Tempo schon ein bisschen flott ist, wie das mit der Strecke hier eigentlich aussieht. Na, da haben wir es ja. Unser Depot. Einfach durchrauschen. Alles klar. Ciao. Moment. Liegt da noch die eine Leiche auf den Schienen? Oder ist die weg? Das war hier irgendwo. Ja, ich glaube, die ist weg. Das war irgendwo da hinten. Oh, was ist hier? Gibt's da was zum Einsammeln? Oder war ich hier schon? Ist ja gar nichts. Karte? Ist gar nichts. Okay, weiterfahren. Oh, ich kann da nicht reinjumpen. Ja, okay, die Weiche. Oh, Kiste. Ja, das nehmen wir mit. Sehr gut. Okay, in der Rechtskurve bleiben wir dann nochmal stehen. Für die optionale Mission. Ach, da vorne ist er. Wir bleiben vielleicht nicht stehen. Komm her. Na komm. Komm abkühlen. Komm, Fresse. Wow. Komm. Schieß, 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 schieß. Komm, verschwind endlich! Fuck! Scheiße, scheiße, scheiße! Holy shit! Ich glaube, wir haben ein Schadensproblem. Okay, der ist auf 0 und nichts passiert. Alles klar. Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, wir sind jetzt da unten. Ganz in der Nähe von der Waffenmission. Ja, dann fahren wir noch ein kleines Stück. Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen traurig. Dass hier nicht wirklich viel passiert, wenn es hier auf Zero ist. Ich schau mich erst mal um, ne? Ciao. Muss ich meine ganze Shot retten vor dem Feuer. Servus. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, it is slightly backfired. Ganz klein wenig, ja. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed though.
If and the flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can... I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So, a weapon like this could come in handy. Der ist also hier drin. Ja, ich sehe die Lösung. Hoffentlich funktioniert die Waffe noch. Also Flint, auf die Idee hättest du uns aber auch kommen können. Geh erstmal hier rein. Farbtopf! Da ist gar keine Waffe hier drin. Dass die Dinger nicht hochgegangen sind. Moin! Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere near here again. Shoot. Cool. Neue Waffe. Flammenwerfer. Schaut, dass man die Waffe nicht durchwechseln kann, wenn man sie gerade benutzt. Keine Ahnung, so mit Mausrad oder so. Oh, du hast maximale Verlangsamung. Die zwei in Kombi. Mal ausprobieren. Oh. Du überhitzt aber ziemlich schnell. Alles klar, alles klar, alles klar. So, Karte. Wir müssen nach da oben. Wie kommen wir da zum blödesten hin? Vermutlich, also wir könnten zwar hier reinfahren und dann rückwärts so fahren. Ups. Ah, ich habe gerade aus Versehen Szene gewechselt. Entschuldigung. Ich glaube, wir fahren jetzt hier rauf. Fahren da links an dieser optionalen vorbei. Aber bei, da kann ich die Weiche hier nicht verändern. Da hat es quasi ein Symbol. Ja, dann fahren wir die gleiche Strecke wie vorhin. An diesem Hafen da oder was auch immer das ist vorbei. Hier rein und dann hier so rückwärts. Ja, wobei. Ist die Frage, ob ich auch hier rückwärts fahren kann. Wir müssten eigentlich nochmal die komplette Runde fahren. Ja, okay, was soll's. Dann fahren wir nochmal die ganze Runde. So, diese Farbe. Ups, shit. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man das hier nochmal anschauen? Nee. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingsfarbe hier drin. Rot wäre einfach viel geiler. Also rechts und dann links. Liebe Leute, ich muss mal eine ganz kleine Pause machen. Ich würde sagen, nachdem es jetzt halb ist, sehen wir uns um, also jetzt ist 22:30 bei mir, um 22:40 wieder und dann spielen wir weiter. Und ich denke mal, das Spiel kriegen wir heute noch fertig. So viel dürfte es jetzt gar nicht mehr sein. Also, kleine Pause für mich und bis gleich, dranbleiben.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.